Hallo Westwing, ich bin Steffi und zeige euch heute mein 75 Quadratmeter Reihenhaus in Augsburg. Kommt rein! So, dann sind wir hier gleich mal in der Küche. Ich bin die Steffi, bin 43 Jahre alt, wohne hier mit meinem Mann und meinem 11-jährigen Sohn in unserem Reihenhaus in Augsburg. Beruflich bin ich medizinische Fachangestellte. Wie ihr sehen könnt, habe ich eine Küche im Scully-Stil gewählt. Ich finde es total schön mit dem Stein und dem Weiß und dem Holz. Die Kombi finde ich super schön. Und was ich auch an der Küche sehr, sehr gerne mag, ist, dass das Licht hier so schön reinfällt. Also ab morgens, frühmorgens ist hier immer hell. Und es ist total schön, hier zu stehen am Morgen und den Kaffee zu trinken. Und dann habe ich noch einen Tipp für euch, wenn ihr ein Bild machen möchtet mit einem Druck an der Wand zum Beispiel, nehmt das Glas raus, weil dann habt ihr die Reflexion des Lichts nicht. Mein Interior-Style würde ich als skandinavisch beschreiben. Ich liebe Holz, ich mag Weiß und was ich besonders liebe, sind Blumen. Also Blumen und Pflanzen überall. Ich wurde von einer meiner besten Freundinnen als Dekopolizistin betitelt, weil ich immer komme und ihre Deko umarrangiere. Ich sage ihr dann, hey, diese Dekoobjekte müssen so stehen oder besser. Es sind drei ungerade Zahlen, sind besser fürs Auge, wirken interessanter und dann stelle ich was um oder suche was von anderswo und stelle es da dazu und ja, das mache ich einfach. Das passiert ganz automatisch. Ich kann gar nichts dafür. Meine Inspiration bekomme ich oftmals auf Instagram und aber auch von meiner Mama, weil meine Mama liebt Deko genauso wie ich und manchmal gucke ich mir da auch ein bisschen was ab. Später zeige ich euch das geheime Zimmer unseres Sohnes, aber zuerst gehen wir mal in den Essbereich. Hier habe ich einen runden Tisch gewählt. Einfach, weil ich finde, dass das gut harmoniert und gut hier reinpasst an diese Stelle und auch, ja, weil es einfach geselliger ist, zusammenzusitzen. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass wir alle zusammen essen, weil man sich ja sowieso immer wieder über den Tag woanders befindet oder nicht immer das Gleiche oder miteinander so rumhängt. Deswegen finde ich es beim Essen sollte man einfach zusammensitzen und da gibt es auch kein Handy. Und dann habe ich hier noch die Stühle, die ich euch zeigen möchte. Die habe ich secondhand gekauft. Ich habe sie umlackiert, die waren braun und so finde ich passen die super jetzt zum Rest. Ich mag auch den Stuhlmix sehr gerne. Wir haben das Haus ein Jahr lang renoviert. Es ist Baujahr 1958, deswegen mussten wir sehr, sehr viel renovieren, eigentlich alles. Worauf wir auch achten mussten, weil das Haus einfach sehr klein ist mit 75 Quadratmetern, ist einfach offen zu gestalten und nicht vollzustellen. Also und auch helle Farben finde ich sehr wichtig. Deswegen haben wir auch wirklich helle Wände, helle Möbel und wir haben die Fenster vergrößert, einfach dass Licht einfällt und dass alles offener und größer wirkt. So, dann zeige ich euch mal den Wohnbereich. Hier im Wohnbereich war es uns sehr wichtig, dass wir ein gemütliches Sofa haben und einfach alles auch ruhig und clean halten, dass man sich einfach gut entspannen kann. Denn ich finde einfach, wenn zu viel rumliegt und zu viel rumsteht, dann ist Entspannen zumindest für mich nicht möglich. Ich habe mich für hier im Wohnbereich für ein helles Gris entschieden. Ich finde, das öffnet einfach den Raum, macht es freundlicher und ist einfach auch mal was anderes, wie immer nur weiß überall. Wenn ihr ein bisschen Scandi in euer Zuhause bringen möchtet, dann rate ich euch zu Holz, Naturmaterialien und ruhigen Farben. Es gibt einen Punkt, an dem ich mir noch nicht ganz sicher bin. Meint ihr, die Couch ist zu groß oder passt die so? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt nehme ich euch mit nach oben.
So, jetzt sind wir im ersten Stock und gehen in das Zimmer meines Sohnes. Hier ist sein Bett, Schreibtisch und wie versprochen, der Spezialeffekt. Hier geht's hoch in das geheime Dachzimmer. So, jetzt sind wir hier oben im geheimen Raum sozusagen. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier den Dachboden ausgebaut. Der ist zwar nicht sehr hoch, aber für Kinder doch schon wirklich ein Zugewinn. Wir haben hier zwei ganz tolle Fenster einbauen lassen mit Aufkeilrahmen, um einfach noch ein bisschen mehr Deckenhöhe zu erreichen und ein bisschen mehr Raum zu gewinnen und vor allem Licht. Die Leute, die hier hochkommen und das zum ersten Mal sehen, die finden das ganz toll hier, weil es eben einfach so hell ist, hätten das nie vermutet, dass hier oben so ein schöner großer Raum entstanden ist. Hier hat man Privatsphäre, hier kann man Freunde einladen, hier gibt es einfach viel Platz und ja, es ist einfach, ich finde es super. Hier unser Bad, hat zwar keine Badewanne, aber dafür eine große Dusche und das reicht vollkommen für uns aus. Hier haben wir unsere Ankleide, was ich super finde, dass einfach alle Schränke in einem Zimmer sind und wenn ich es nicht mehr sehen mag, mache ich einfach die Tür zu. Hier ist das Schlafzimmer. Hier habe ich einfach viel Wert drauf gelegt, ruhige Farben zu benutzen, einfach auch keine Schränke hier drin zu haben. Hier hinten habe ich ein original altes Stringregal angebracht. Das hat uns die Vorbesitzerin des Hauses überlassen. Ich habe es gekürzt und weiß lackiert und ich finde, es macht sich echt ganz gut dahin in der Ecke. Wir haben das große Glück, einen Balkon im Schlafzimmer zu haben und was auch richtig praktisch ist, denn da kann ich mich sonnen, ohne dass mich einer sieht. Nun sind wir wieder im Erdgeschoss und ich würde euch gerne noch eine Sache zeigen. Einen eigenen Garten zu haben, war schon immer mein Traum. Und den haben wir uns hiermit erfüllt. Im Sommer hier zu essen, hier zu sitzen, sich zu entspannen, zu sonnen, Kaffee zu trinken. Das macht für mich einfach das Leben in einem Haus aus. Wenn ihr mehr Home Stories sehen möchtet, abonniert den Kanal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss!